Ich sitze hier in meinem neuen Auto und das möchte ich dir jetzt mal ein bisschen näher bringen. Ich habe mir einen Ford Transit Custom gekauft als Kastenwagen mit LKW-Zulassung. Er hat 170 Diesel PS und hat Gott sei Dank die Euronorm 6, das heißt diese ganze Dieselgeschichte, die im Moment da abgeht, macht mir eigentlich kein Kopfzerbrechen, denn ich werde weiterhin auch in die Innenstädte fahren dürfen. Wobei wir auf unseren Reisen ja eigentlich seltenst mit dem Auto in die Innenstädte fahren, denn in der Regel nehmen wir dann die öffentlichen, dann brauchst du keinen Parkplatz, du brauchst kein Parkhaus zu zahlen, du musst nicht ewig lange suchen und man kann sich auch nach der ganzen Besichtigungsorgie noch wunderschön ein Bierchen trinken. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, weshalb kauft der sich einen LKW, einen geschlossenen Kastenwagen? Das will ich euch jetzt zeigen. Komm mit! Ich habe mir mal ein Jäckchen übergezogen, denn es ist heute der 1. März. Wir haben noch immer diese sibirische Kälte in Deutschland bzw. in Europa und das ist mir einfach sonst zu frisch. So, ich habe gesagt, ich will euch mal ein bisschen was von dem Auto erzählen. Man sieht hier neben mir schon so ein klein bisschen was von einem Fahrrad. Das Grüne hier, das ist das Fahrrad meiner Lebensgefährtin. Das hat sie sich neu gekauft. Es ist ein E-Bike. Ja, ich will euch halt, wie gesagt, ein bisschen was vorstellen von meinem Auto. Fangen wir hier vorne direkt an. Ich habe hier auf diesen Kunststoffkisten eine Tischplatte draufgestellt. Dazu gehört dieser kleine Hocker und schon hat man ganz schnell einen Beistelltisch gebaut. Den kann man zum Grillen nehmen, den kann man auch nehmen, um unterwegs irgendwo, wo es schön ist, eine Pause zu machen, Tasskaffee zu kochen und man hat einen kleinen Tisch zum Abstellen, reicht dafür. Hier habe ich eine Kabeltrommel. Wenn man jetzt auf den Campingplatz kommt und die Stromversorgung ist nicht so tolle, 50 Meter Kabel. In dem roten Abwasserrohr transportieren wir unseren Sonnenschirm und das Gestänge für das Sonnensegel bzw. das Vorzelt. In dieser Kiste hier oben ist das Vorzelt. Eine Werkzeugkiste habe ich dabei. Das Fahrrad meiner Frau und mein Moped. Von hier hinten sieht die Sache wie folgt aus. Mein Moped, festgezurrt mit diesen orangen Spanngurten. Das froschgrüne Fahrrad meiner Lebensgefährtin. Und hier drüben mein Fahrrad. Hier unten liegt eine klappbare Auffahrrampe. Da erzähle ich euch gleich was von. An der Trennwand zum Fahrgastraum habe ich ein Regal eingebaut. Ihr seht da jede Menge Kisten, auch dazu später mehr. An der linken Tür, Innenseite, finden wir unseren Campingtisch. Ihr seht die orangen Taschen, das sind unsere Fahrradtaschen. Eine pro Fahrrad reicht in der Regel. Diese blauen Tasche ist unsere Satellitenanlage drin, die auf dem Stativ ganz schnell montiert ist. Sie hat eine Easy-Find-Funktion und das Ding ist einfach klasse. Ja, ich hatte euch versprochen, etwas zu meiner klappbaren Auffahrrampe zu erzählen. Die liegt, wie gesagt, hier unten drin und ist mit diesem Gurt gesichert. Die Rampe ist etwas mehr als 2 Meter lang. Nicht so schwer, wie man gesehen hat, weil aus Alu. Ich kann damit natürlich die Räder rausnehmen. Das mache ich auch jetzt als erstes. Und zwar muss ich immer mit dem E-Bike anfangen.
Ich habe jetzt mal einen großen Sprung gemacht. Ich habe erst schon mal die Verzurrung von dem Motorrad gelöst und das Vorderrad vom E-Bike gelöst. Und dann ist hier in der Nähe des Lenkkopfs diese Halterung. Das mache ich jetzt erstmal frei. Bisschen zur Seite geklappt und dann kann ich das Fahrrad nachher hinten rausziehen. Ja, und dann ist mein Fahrrad dran. Der Einfachheit halber und weil das E-Bike halt etwas schwerer ist, habe ich das über die Rampe runtergenommen. Mein Fahrrad werde ich so rausheben, das ist ja nicht so schwer, weil es noch ein normales Trekkingbike ist. Mein Fahrrad ist auch mit dem gleichen Trägersystem gesichert, allerdings unterhalb der Sattelstütze. Jetzt das Vorderrad noch frei machen und schon kann ich das Fahrrad rausheben. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch das Wasser lässt. Jetzt kommt mein Moped dran. Das steht mit dem Vorderrad in einer Halterung, die ich euch gleich zeige. So, jetzt zeige ich euch mal das Auto näher von innen. Hier oben, hatte ich schon mal erwähnt, ist die Kiste für das Vorzelt. Motorradhelme und Stiefel. Diverse Kleinigkeiten, was man immer mal so braucht, WD-40 und so weiter. Der Fahrradakku, die Fahrradhelme, meine Werkzeugkiste, ein fahrbarer Wagenheber und hier, wie erwähnt, die Motorradwippe. Dann haben wir hier unseren Motorradkoffer dabei. Das ist das Sonnensegel. Dahinter liegt eine Schutzhülle für das Motorrad, wenn es draußen steht über Nacht. Denn ich werde es sicherlich nicht jede Nacht in das Auto stellen. Und hier drüben sind nochmal zwei Beinauflagen für unsere Campingstühle. Hier ist diese erwähnte Fahrradhalterung. Man kann sie variabel einsetzen bzw. anpassen, indem man diese Verschraubung löst und über eine Verzahnung hier individuell einstellt. Den Boden habe ich selbst gemacht aus 21 mm Siebdruckplatten. Das hat den Vorteil, dass ich diese Fahrradschienen, die eigentlich Fahrradträger sind, um auf dem Pkw-Dach zu montieren, dass ich diese Dinger mit Schrauben in den Holzboden rein verschrauben kann. Dann liegt da eine Platte, ein Reststück von den Siebdruckplatten. Die dient dazu, dass ich auf dem Campingplatz, wer weiß, welche Untergründe man hat, mein Moped sicher abstellen kann. So, jetzt habe ich euch mein neues Auto ein bisschen näher gebracht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, am besten ist, ihr lasst einen Daumen nach oben da und ihr könnt da unten meinen Kanal abonnieren und ihr seid immer auf dem aktuellen Stand.